Guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen, ups, jetzt zu einer neuen Folge Let's Play Sims 3, oh, Sims 3 in unserem Let's Play auf der Echo TV auf YouTube. Grüße euch ganz herzlich und ja, es ist, ich weiß gar nicht, der wievielte Tag in diesem Haus. Schon sehr viele Häuser, finde ich sehr lustig, ne? Ah, draußen regnet es, gut. Sieht auch ein bisschen komisch aus. So, wir spulen ein bisschen vor, denn unsere kleine Familie will ja den nächsten Tag wieder miterleben. Und das soll auch selbstverständlich so bleiben. Ne? Das kann man nur auch mal so schnurstracks behaupten. So. Mal gucken, wer hier so alles. Okay, Benjamin muss bald aufs Klo. Oh oh. Oh oh. Was zum Teufel? Die ist ja nicht verkleidet. Die ist nicht verkleidet. Alter, die ist nicht verkleidet. Alter Falter. Das Kind auch wach? Nee, es schläft. Ja, super. Der Flur ist nämlich zu klein. Wieder ein D Makel am Haus. Geh mal lieber aufs Klo. Na, guck mal, da hinten kloppen die sich. Da hinten kloppen die sich. Das ist eigentlich egal. Alter, ey, das Spiel hat heute wirklich Lags. Beziehungsweise nicht Lags, sondern Bugs. Ne? Ja, super. Okay, ich find's echt lustig, ne? Die sind alle nicht in ihren Arbeitsklamotten. Also das Spiel hat echt wirklich einen Bug, muss ich sagen. Es hat wirklich einen Bug. Das ist richtig scheiße. Geht weiter schlafen. Ich muss mir Gedanken darüber machen, was hier passieren wird. So. Benjamin hat auch noch Hunger. Dieb. In zivilen Klamotten. Das ist nicht normal, Leute. Ich glaube, das ist nicht normal. Aber was soll sein? Oh, der Kleine hat Riesenhunger. Und der wird gleich wach sein. Deswegen würde ich mal sagen. Ja, der Kleine ist wach. Das heißt, der muss jetzt mal langsam auch was essen. Ich habe gerade gelesen, in Hochstuhl werfen. Da bin ich auch ein bisschen heute drauf. Der Kleine hat Hunger. Gleich frisst er seinen Popel oder was? Kannst du mal aufstehen? Geht doch. Ja. Bravo, bitte. Aber bitte. Ja. So, und mit Benjamin, da schmeißen wir ihn jetzt einfach aus dem Bett. Muss jetzt nicht sein. Und er soll Reste essen. Und zwar nämlich, okay. Er soll keine Reste essen. Er soll einfach mal Müsli essen. Wäre gesund. Und da muss er auch schon gleich los. Letzte Arbeitswoche im Übrigen für ihn. So, Essen geben. Ja, guck mal. Das ist doch auch schön. So, dann gehst du als erstes mal, nämlich dich frisch machen. Und dann gehst du auch frühstücken, aber du machst dir dann einfach mal Frühstück und zwar nämlich Waffeln. Wenn in der Zeit der Kleine noch nicht fertig ist, beziehungsweise Benjamin sich da nicht noch drum gekümmert hat. Problem wird nämlich auch sein, Benjamin wird ein bisschen. Was hat denn der Kleine jetzt? Alter, okay, gut. Einfach weiter essen. Iss dein Müsli weiter. Rauslassen. Der Kleine soll auch erstmal ein bisschen was machen. Dann wirst du nämlich jetzt nicht Frühstück servieren. Oh Gott, ey. Oh, guck mal, Benjamin hat seine richtige Kleidung an. Alter, das ist das erste Mal überhaupt. Ne? So, der Kleine ist hier draußen. Das sollte eigentlich nicht sein. Ich glaube, ich weiß, was ich gleich mal mache. Uno momento, por favor. So. Erstens mache ich nämlich Folgendes.
Ich hätte die Wand hochziehen sollen und nicht nach unten gehen müssen. Das kommt jetzt erstmal weg. Da kommt ein Fenster hin. Das habe ich mir jetzt auch anders überlegt. Also das kann so nicht weitergehen mit dem Haus. Das Haus ist viel zu klein. Ne? Und das gefällt mir auch nicht. So. So. Kommt da halt jetzt einfach mal Dingens hin. So. Oh Mann, ich habe wieder Probleme mit der Kamera. So. Und dann können wir auch ein bisschen flexibler hinstellen und alles. So. Dann kann das auch weg. Und weiter geht's. So, das heißt, da gab es nie eine Tür. Da wird es auch keine mehr geben. Würde auch bedeuten, dass... so, jetzt du kleiner Schussel. Du wirst jetzt erstmal Folgendes machen, und zwar nämlich spielen. Danach werde ich nämlich Mami dann um dich kümmern. Ne? So, räumst das mal weg. Dann gehst du hier hin. Hier hingehen. So, jetzt kümmerst du dich erstmal darum, dass die Windeln gewechselt werden. Und dann Outfit wechseln zu Alltag. Und dann kitzelst du ihn, wirfst ihn in die Luft, kuschelst und bringst ihn weiter entsprechend bei. So, das müsste jetzt ungefähr auch so reichen, das Laufen beibringen zu sehen. Ja, ich weiß das. So. Aufs Klo gehen kann der Kleine ja schon. Das ist schon mal was. Was heißt das eigentlich? Hat jemand mal dieses Simlish gelernt? Ich weiß es ja nicht, ne? Echt, wirklich, es ist hier einiges durcheinander. Ja? Alles erledigt, ne? Heute ist das... Guck mal, das ist ein Typ, der das macht und es wird mir eine Frau angezeigt. Also, das Spiel hat wirklich ein paar Bugs auf einmal gekriegt, aber ich weiß, an was das wahrscheinlich liegt. Der Kleine kann reden! Juhu! Freuen wir uns drüber. So. Und jetzt, mein kleiner Drecksack, gehst du erstmal... Na ja, gut, komm. Du machst das erstmal. Geht der Kleine erstmal hier so hin. Och. So, und jetzt kann der Kleine in Ruhe kacken gehen. Und dann kann er ein bisschen in der Kiste spielen. Drinnen spielen. So. Und du, meine Liebe, du wirst dich schön jetzt erstmal, obwohl du könntest dir einen Kaffee machen, so ein Cappuccino wäre nicht schlecht. So, und dann wirst du nämlich im Laufen beibringen. Ne? Mal gucken, ob das uns gelingen wird. So, der Kleine ist da auch angekommen, spielt eine Runde. Alter, war er nicht scheißen? Du sollst doch scheißen gehen. Da kann das Kind nicht mehr scheißen. Hat Verstopfung oder wie? Naja, spielen. So, du kannst jetzt mal ein bisschen, guck ein bisschen Fernsehen. Ja, lern kochen. So. Ein bisschen vorspulen. Gut. Machen wir da mal. Essen wir nur das Top Surprise. Was schaut's mit dem Kleinen aus? Der Kleine könnte, glaube ich, auch mal irgendwie was bekommen. Ah, Fadern ist wieder da. Stinkt wie die Pest. Sollte ich auch gleich mal ein bisschen ausruhen. So, gehst jetzt erstmal hier hin. Guck mal, wie der aussieht in dieser Klamotte. Echt. Naja, er gehört eigentlich in die Rente, beziehungsweise er soll eigentlich in die Rente gehen. Alter, warum randaliert das Kind wieder?
Ja, moderne, die Toilette nicht. So, geh duschen. So, du bist jetzt fein am Essen. Du kannst dich aber auch ein bisschen hinlegen. Benjamin wird dann auch was essen. Erstmal das wegräumen. Dann auch den gegrillten Käse essen. Dann etwas trinken und sich dann um den Kleinen kümmern. Ich weiß gar nicht, ob sie schlafen kann. Doch. Sollen wir hier Ben hochnehmen? Nee, nee, nee. Sie muss ihn nicht hochnehmen. Gut. Das würde auch reichen. So. Wie lahmarschig Benjamin geworden ist, ne? Früher, da war er schneller. Besser drauf und so. Ne? Und heute ein alter Sack geworden. Ich krieg das nicht gebacken mit der... Ah, jetzt habe ich's. Moment, so wollte ich das, genau. Und du räumst es nicht weg. Du kriegst es nicht gebacken, mein Freund. Dann wirst du jetzt mal nichts damit machen. Und dann mal erstmal den Ben am Boden füttern. Ja. Bei dir reicht es mit dem Schlafen. Und einfach wieder an Fernsehen zu gucken. Ja, dann kannst du nämlich auch mitgucken. Sehr schön. So. Kann er denn jetzt auch so Fernsehen gucken? Tatsache, der kann auch Fernsehen gucken. Ne? Bin mal gespannt, wie er das macht. Ne? Oh, wie süß. Upsala, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Wechseln Sie jetzt Ihre Sonnenbatterie. Nee, 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 nee. Ah! Nee, Notruf wollte ich auch nicht anrufen. Ah, jetzt wird hier die ganze Zeit wieder mal retweetet. Finde ich auch echt toll vom Nerd TV, von den Kollegen. Schön groß an dieser Stelle. Ja. So. Eigentlich haben alle jetzt irgendwie gute Zufriedenheit. Wir werden dann mal... Benjamin wird das jetzt übernehmen. Und zwar nämlich ihm das Laufen beibringen. So. Und zwar nicht jetzt. So. Und dabei kann sie dann den Fernseher erstmal ausmachen. Wir machen den Fernseher einfach mal an. Und sie geht ins Bett. Ganz einfach, weil sie muss... Nee, sie muss nicht ins Bett, aber... Ich denke mir mal, sie soll mal einen schönen, entspannten Abend haben. Alter, mein Handy vibriert nur noch. Na, was soll das, ey? Werde ich gestalkt oder was? 7 neue Interaktionen. Ach, du Jemini. Ne? So. Gut, okay. Dann ist jetzt gut. Muss jetzt nicht so... So, wie schaut's unten bei den beiden aus? Okay. Das reicht jetzt erstmal. Oh, guck mal, der kann ja schon gleich. Ne? Aber jetzt wird erstmal Ben ins Bett gebracht. Ne? Okay, das wird jetzt auch nichts mehr. Dann gehst du auch gleich ins Bett. Und dann soll ein neuer Tag losgehen. Das machen wir jetzt mal trotzdem eben schnell. So. Na, irgendwann fällt der Kleine auch ins Schlaf. Oh Gott, der hat ja noch eine volle Windel. Fuck. Ah, da müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren. Da steht ja auch noch ein Klo, aber der kommt ja nicht raus. Jetzt schläft er auch. Das ist schön. So. Jetzt schläft die ganze Familie bis 4 Uhr morgens und dann ist auch wieder gut. Ah, der Baum ist im Weg. Doofer Baum. Döfer Baum. Dö. So. Müssen wir mal abwarten, was dann sonst jetzt noch gleich passiert. Wenn gleich wieder eine Person kommt, die hier einbrechen will, dann werde ich langsam böse. Ne?
Dann wäre ich langsam böse. Aber was soll's. So, der Kleine macht sich bald in die Hosen. Das ist auch nicht gut. Haben es jetzt gerade 1 Uhr morgens. Und zack, ich hätte es mir denken können. Ich glaube, wir müssen das. Ich muss das wirklich wieder einführen, dass ab 23 Uhr erst ins Bett gehen werden darf. Schlaf du mal schön weiter. Keine Gitarre kaufen. Blätterhaufen haken. Wird gut kommen. Ah, sie wird wieder wach. Okay, gut. Dann hat das alles keinen Sinn. Warum kannst du kein Bett machen? Bist du zu dumm zum Bett machen? Nee, bist du nicht. Aber auch egal. Dafür kann sie aber jetzt ans Frühstück machen. Ne? Frühstück servieren und dann nicht Pfannkuchen. Danach trinkt sie sich einfach einen Cappuccino oder sowas. Ne? Wir passen mal hier auf die beiden Jungs auf. Muss auch mal hier ein bisschen Zucht und Ordnung herrschen. So, Benjamin wird auch wach. Zum Herbstfest gehen. Ja, kann man auch noch machen. Jetzt wird erstmal Benjamin ein bisschen das machen und dann kommt er auch schon nach unten. Das müssen wir auch mal machen. Oder nee, er bleibt oben. Wenn der Kleine dann gleich mal dringend muss. Ja, das wird auch nicht gut aussehen. Denn er kann fast laufen. Würde auch bedeuten, dass wir ihm dann eine Geburtstagstorte schenken und er wird dann von dem Kleinkind zum Kind. Und damit hätten wir auch diese Mission so gesehen erfüllt. Oder sollen wir ihn einfach... Ja, wir schmeißen ihn aus dem Bett. Das muss auch mal sein. Vadern. Vadern kommt jetzt. Und Vadern nimmt sich auch Urlaub. Ja, muss in 5 Stunden zur Arbeit. Startet in 1 Tag und 11 Stunden. Na gut, dann nicht. Komm. Erhalten wir ihn mal. Verkehrspolizist. Okay, sie ist am Frühstücken. Nein, sie ist nicht am Frühstücken, war ja klar. Einen Teller nehmen, dann das hier trinken. Und dann kannst du auch zack und zack. Dann sind wir weiter. So. Okay, wir machen Folgendes. Ben nicht mehr tragen. Ben geht hier aufs Töpfchen. So, dann wird mal gleich schön Outfit gewechselt und dann wird Ben im Hochstuhl gefüttert. So. Oh, ich höre eine Katze. Hui, eine Katze. Miau 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 miau. So. Gib ihm was zu essen. Na guck mal, jetzt kann er zaubern. So, jetzt kannst du auch was essen. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Boah, fast falsch. So. Und daher, dass du ja fast hier... ich glaube, das wird Benjamin wenigstens noch selbst wegräumen. Auf Pancakes habe ich jetzt auch Bock. Ich weiß auch nicht. Ja, wäre auch nicht schlecht. Okay. Nicht rumbasteln. Reste wegstellen. So. Der Kleine dann nur noch ein bisschen laufen. Beziehungsweise er sollte auch mal gewaschen werden. Kann Mami übernehmen. Nee, kann Papi übernehmen. Und dann, warte mal. Windel wechseln. Ich glaube, das bringt vielleicht was. Müssen wir gleich mal gucken. Wolltest du nicht Reste wegstellen? So, jetzt müsste es, glaube ich, besser sein. Tatsache, ist es besser. So, bevor wir dann zur Arbeit gehen. Jabola! So. Gehen extra nach draußen. Ja, super. Gut, wenn das jetzt gleich noch kurz bevor die Arbeit... okay, Herbstfest ist in der Stadt. Das klappt dann nicht. So, zur Arbeit fahren. Du kleiner Schussel. Du könntest in der Kiste spielen. So,
Du lieber nicht Fernsehen gucken, weil du musst dich ein bisschen ums Haushalt kümmern. Die Rechnungen müssen bezahlt werden. Das ist auch der letzte Arbeitstag von Benjamin im Übrigen als Verkehrspolizist. Dann geht er nämlich offiziell in Rente. So machen wir das jetzt. So. Was könnte sie machen? Die Wäsche aufräumen, genau, reinigen. Die Wäsche aufräumen. Oder können wir das dann alles machen? Wäsche waschen, so ist das hier. Guck mal, Wäsche waschen. Das ist auch noch was ganz Besonderes. Schön die Wäsche waschen. Was auch eine Hausfrau machen soll. Ne? Ich finde Katze. Ist nicht meine. Ich habe keine Katze. Wäre schön, wenn ich eine hätte. Jetzt erstmal die ganzen Klamotten hier ein bisschen aufräumen. So. Ich hätte doch, also es gab einige Probleme mit dem Plan dieses Hauses. Fand ich schade. Finde ich scheiße, muss man ja ehrlich gestehen. Aber mal sehen, was das da noch bringen wird. Ich mag es ja nicht, wenn es ein Riesenhaus ist oder so. Ne? Das ist zu prollig. Ne? Und deswegen lieber dann bescheiden und klein. Aber das ist ja meistens immer so, nicht immer so. Viele können sich damit ja nicht zurechtgeben. Dass es klein und bescheiden sein soll, aber dann trotzdem prollig ist oder so. Ne? Das ist ja typisch beim Menschen. Auch bei den Sims ist das so. Wie lange braucht die noch? 17 Minuten. Okay. Das soll der Vater machen. Ja. Schalte ihn aus? Nein. Gut, komm. Kleidung in den Trockner legen. So. Wird ja auch mal ein bisschen sauber gemacht. So, schön in den Trockner gelegt. Jetzt muss man sich fragen, warum gibt es extra dafür keinen Abstellraum? Es hat keinen Abstellraum gepasst. Aber ich sag's schon mal, wenn wir das nächste Mal ein neues Haus bauen, dann gibt es definitiv dann auch passende Räume dafür, wo man das hinklatschen kann. Ne? Muss ja nicht unbedingt immer die Küche sein. So. Oh. Der Kleine ist immer noch am Spielen. Machen wir ein bisschen schneller hier. Und dann mal auch Folgendes. Der Kleine soll rausgehen und hier mitspielen. Dies ist schon wieder. Ich bezahle immer noch an eine Frau. Ne? Und habe noch hier einen Herrn. Ich glaube, das liegt immer noch daran, dass hier immer noch, ne, das Haus hier immer noch sauber gemacht wird, obwohl wir hier drin schon nicht mehr wohnen. Ne? Warte, ich versuch mal. Guck mal, hier hingehen. Siehst du, in diesem Haus könnten wir noch wohnen. Ne? Das ist auch sehr lustig, finde ich. Grundstück besuchen, Immobilie. Auf dieses Grundstück einkaufen. Auf diesem Grundstück bauen. Ich würde es ja gerne verkaufen. Ne? Wie mache ich das? Müsste ich mal wahrscheinlich mal am PC gucken. Immobilie ansehen. Mehr. Chatten. Internet. Nee. Machen wir dann mal umziehen. Was war das in dieser Nachbarschaft? Immobilie ansehen. Das machen wir mal. Ja, damit wir hier nicht doppelt bezahlen müssen. Was auch ein bisschen kacke ist. Dann verkaufen wir das Haus endlich mal. Grundstück kaufen? Nee, eigene Grundstücke ansehen. Was ist das? Verkaufen? Umbenennen. $16.994. Ist es nicht das? Immobilie. Was passiert, wenn ich mache auf diesem Grundstück einkaufen? Aha, okay. Dann springe ich auf den... So, Immobilie. Dieses private Grundstück ziehen, auf diesem Grundstück bauen. Ah, okay, dann muss ich es anders machen. Grundstück besuchen nicht. Okay, das heißt, wir haben doppelt so viel. Was auch nicht so schön ist, ne? Aber mal schauen. So, der Kleine muss mal langsam mal wieder aufs Klo.
Dann wird er auch gefüttert. Ja. Dann darf er auch gefüttert werden. Ja, der kann ja bald laufen, der Kleine. Ja. Kann ja bald laufen. So. Oh. Jennys Arbeitstag ist auch bald vorbei. Ein Tag, zwei Stunden heißt es. Wenn das jetzt auch wieder ein Bug ist, ne, dann bin ich aber langsam ein bisschen sauer, finde ich. So. Tango the Wounder. Tango the Wounder. Geschgiff? Geschgiff? Plassi. So. Boden füttern. So. Selber schuld. So. Ja. So. Ich glaube, das wird heute auch nichts mehr mit Vatern wiederkommen. Aber das ist ja heute hier die 45. Folge unseres Let's Plays. Da möchte ich mal kurz was bekannt geben, denn in 5 Folgen ist mit diesem Let's Play schon Schluss. Ja, das ist die traurige Nachricht, die ich hier verkünden muss. Deswegen lest ihr auch dann diese Nachricht, beziehungsweise das, was im Titel steht. Wir haben eine traurige Nachricht. In 5 Folgen werde ich dieses Let's Play beenden, unabhängig vom Ausgang der 50. Folge. Wir werden weiterhin auf Twitch, also auf unserem Twitch-Kanal, werden wir weiterhin dieses Let's Play, also dieses, also Sims 3 spielen. Ich habe auch vorgehabt, Sims 2 dann auch wieder zu spielen. Muss ich nur gucken, wie das abgeht. Sonst muss ich halt auch sagen, es ist die Entscheidung von mir selbst gewesen, dass ich dieses Let's Play beende. Es liegt jetzt nicht daran, dass ich auch keine Lust mehr habe oder so. Es liegt generell nicht daran. Das Problem ist halt auch einfach, dass man halt ein bisschen was Neues ausprobieren muss und dafür müssen halt woanders dann Plätze freigemacht werden. Und ihr wollt ja nicht unbedingt von Videos erschlagen werden, die ihr jetzt nicht alle gucken könnt, auch wenn es jetzt, sagen wir mal, 7 Milliarden YouTuber auf der ganzen weiten Welt gibt oder so. 7 Milliarden. So, guck mal. Und jetzt wird da nochmal Streifenpolizist befördert, der Benjamin, bevor ich diese traurige Nachricht erzählt habe. Ja, mit dieser Nachricht kommt er dann auch schnell nach Hause. Und dann werden wir auch... Da ist er. Hat kaum Spaß. Okay. Er braucht Spaß. Dann geht sie auch hier hin und hat Spaß. So auch er. Er soll... einschalten kann er nur. So. Ja, das Wetter interessiert uns nicht. So. Dann soll er auch mal Fernsehen gucken und zwar nicht den Wetterbericht. Mal gucken. Mit diesem Bild verabschieden wir uns dann und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.